Ich habe dir bis jetzt alles über Finanzgrundlagen und ETFs erzählt. ETFs sind super simpel, mega langweilig und eigentlich gibt es nicht mehr viel darüber zu erzählen. Wenn du also das Prinzip verstanden hast, musst du nur noch anfangen. Das ist jetzt das Ende meines Kanals. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Ciao. Oh, ich habe keine Hose an. Kleiner Spaß. Jetzt geht der Spaß richtig los. Wir sind mitten im Crash. Und jetzt habe ich mal 12.000 Euro locker, um zu investieren. Wenn du wissen willst, wie es weitergeht, dann bleib dran. Hi, ich bin Kai von Geldkater. Wenn du jetzt noch Finanzgrundlagen brauchst, dann schau in meine alten Videos rein. Denn ab jetzt geht es nur noch um mein Mindset, meine Strategie, mir einen riesigen Schneeball zusammenzubauen, den ich dann den Berg runterstürze. Was ich genau damit meine, das erfährst du später. Aber warum kann ich jetzt überhaupt so viel investieren? Du hast im Titel gesehen, 12.000 Euro haue ich jetzt in den Markt rein, mitten in der Crash-Phase. Die meisten gehen jetzt in dieser Phase raus oder sind schon rausgegangen. Nur die Hartgesottenen, die wirklich das richtige Mindset haben, sitzen das aus. Also tatsächlich machen Buy and Hold und kaufen jetzt nach. Und das ist genau meine Strategie. Bevor es jetzt weitergeht mit meiner Strategie, wie kann ich denn überhaupt so viel investieren zurzeit? Und da geht es einfach darum, dass man seine Hausaufgaben gemacht hat. Ich habe alle unsere Kosten mit einem ordentlichen Puffer gedeckt und unser Notgroschen ist prall gefüllt. Wir können jetzt aktuell über 2 Jahre arbeitslos sein und trotzdem so weiterhin so leben wie bisher. Und das ist ungemein beruhigend. Zusätzlich habe ich irgendwann die Tage mal meine Frau gefragt, mit welcher Summe würde sich im Notgroschen denn wohlfühlen? Und habe da einfach Zahlen in den Raum geworfen. Sind es 100.000, sind es 200.000? Und sie meinte zu mir, es muss gar nicht so viel sein, weil es verliert ja in der Zeit auch einfach an Wert, wenn es rumliegt. Und wir müssen einfach nur unsere beiden Autos ersetzen können und zusätzlich irgendwie eine Spülmaschine oder eine Waschmaschine, die man regelmäßig im Gebrauch hat. Und alles darüber hinaus kann dann investiert werden. Wobei monatlich immer noch 1.000 Euro in den Notgroschen reingeht. Also das heißt, wir bauen weiterhin unsere Notgroschen auf und alles andere ist auch automatisiert mit Sparplänen und mit unseren Spaßkonten. Das heißt, wir zahlen uns ja auch weiterhin für unseren Spaß einfach Taschengeld. Die meisten Privatanleger auf YouTube sind Dividendenjäger. Wenn du das suchst, dann bist du bei mir komplett falsch, weil ich stehe für eine einzige und simple Strategie. Und das ist das Investieren in einen thesaurierenden ETF. Ich denke, dass da wirst du kaum jemand anderen auf YouTube finden, der so vorgeht, was auch mega riskant ist. Aber über die Zeit wirst du sehen, was für ein Typ ich überhaupt bin. Ich liebe das Risiko. Ich bin absolut risikoaffin. In der Hinsicht, dass ich im Hintergrund alles abgesichert habe und keine Angst habe und jetzt voll einsteige in der Börse. Mitten im Crash investiere ich jetzt 12.000 Euro und wie ich das gleich mache, das erzähle ich dir später. Für Anfänger weißt du, da habe ich einfach eine Verantwortung zu tragen für jeden, der hier in den Kanal reinschaut. Und da empfehle ich für den Anfang immer den MSCI World oder den MSCI ACWI, den All Country World. Die ETFs sind breit genug gestreut und mit denen kann man auf jeden Fall erstmal gut Erfahrung sammeln. Das habe ich gemacht und du siehst in meinem Depot noch ein Reststück oder Reststücke vom ACWI. Den zeige ich auch so offen, damit man auch, also für mich ist das eine gute Referenz zu meinem aktuellen ETF, den ich jetzt bespare, den ich aber wirklich bewusst ausgeblendet habe, weil ich einfach die Verantwortung dafür trage, dass junge Menschen mir nicht einfach so oder meiner Investmentstrategie einfach so blind folgen, sondern ich möchte, dass sich jeder seine eigenen Gedanken vorher macht, bevor er an der Börse investiert. Und das heißt auch, selbst eine Analyse durchzuführen und zu gucken, in welches oder in welche Unternehmen, in welche Branchen und Länder möchte ich überhaupt investieren. Und das ist mir ungemein wichtig, dass jeder für sich selber erstmal machen muss. Leute, also in meinem Freundeskreis oder in meiner Familie, die so investieren wie ich, mit denen kann ich darüber reden und ich weiß, wie deren Mindset ist. Alle, die da draußen sind, die kenne ich einfach nicht.
Und deswegen kann ich diese Verantwortung einfach nicht übernehmen. Und ich bin auch kein Anlageberater. Ich lege mein Geld für mich an und nicht für euch. Und das muss euch einfach bewusst sein. So, jetzt starten wir einfach mal durch. Und zwar habe ich mir folgende Gedanken gemacht. Ich habe mir den MSCI World einfach genauer angeschaut und geguckt, was sind überhaupt die Leistungsträger in diesem ETF. Und da ist für mich einfach rausgekommen, dass es immer die gleichen Positionen oder gleichen Unternehmen sind, die auch eine sehr hohe Gewichtung haben und bestimmte Branchen. Und ich habe für mich einfach erkannt, wenn ich an der Börse investiere, investiere ich natürlich in die Zukunft. Das tun wir alle. Und ich möchte in Unternehmen investieren, die unsere Zukunft oder aber auch schon die Vergangenheit, ja, geprägt haben, ganz einschneidend geprägt haben. Und da sind Unternehmen wie Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon und Facebook dabei. Das sind die Fangaktien, wie du vielleicht schon gehört hast. Ja, Netflix habe ich ganz vergessen. Gehören auch dazu. Die liefen jetzt natürlich mitten in der Krise jetzt auch ganz gut, weil alle zu Hause sind und sich Filme, Serien entsprechend dazu reinziehen. Und ich profitiere natürlich auch davon, ja, von dieser kleinen Krise, wobei das natürlich menschlich oder gesundheitlich eine riesige Katastrophe ist, was gerade passiert. Und ich kann nur für alle hoffen, dass es halt schnell vorbeigeht. Ich arbeite mit meiner Frau selbst in einer Apotheke und ja, wir sind einfach froh, gesund zu sein, gesund zu bleiben und sorgen dafür einfach, dass die Menschen ihre Medikamente bekommen, gesund bleiben und beraten sie dazu. Und ja, man weiß in solchen Zeiten einfach, was wirklich ist. Aber ich denke, in diesem Kanal will keiner was darüber erfahren oder hören, und sondern einfach darum, wie man sinnvoll sein Geld in die Zukunft investiert. Und dafür stehe ich dann halt. Schauen wir uns einfach mal an, was in meinem ETF drin ist. Und zwar geht es darum, dass ich vor allem Unternehmen drin habe, die sehr tech-lastig sind, wie du siehst. Ja. Die alle Welt-ETFs, die du analysieren wirst, die haben einen großen Anteil US-Unternehmen drin und vor allem die Titel Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Netflix, Facebook. Also die Fangaktien. Wobei das M fällt raus mit Microsoft, die sind schon etwas länger dabei. Was habe ich ja noch dazu? Also, was interessant ist. Ich habe chinesische Unternehmen dabei wie JD.com oder Baidu. Ich habe aber auch defensive Sachen, also Unternehmen dabei wie Pepsi, Costco, Mondelez und auch was aus der Finanzbranche, PayPal. Also für mich ist das, das sind die jetzt die größten Positionen sozusagen in meinem ETF. Wobei die umfassen noch viel mehr Unternehmen. Aber für mich ist das ausreichend gestreut für mein Empfinden. Und alles andere, ja, musst du selber beurteilen. Ich setze voll auf Zukunftsbranchen. Du siehst auch Gesundheit. Da sind halt Biotech-Unternehmen dabei, die natürlich eine große Rendite versprechen können. Und ansonsten, ja, sind solide Sachen dabei, wo ich sage, da kann ich mein Geld jahrzehntelang wirklich blind rein investieren und ich mache da keine Analyse. Und selbst wenn ja Unternehmen da drin nicht mehr erfolgreich sein werden, wir wissen nicht, wie es mit Tesla laufen wird in Zukunft. Das ist natürlich eine große Wette, aber das kann mir im Prinzip egal sein, ja, was damit passiert, weil ich folge einfach dem Index und der regelt sich dann halt schon selbst, sage ich mal. So, jetzt kommen wir endlich dazu, wie ich meine 12.000 Euro investiere. Und zwar einfach wirklich simpel per Sparplan. Ich habe mir diese 12.000 Euro in Tranchen aufgeteilt zu 1.500 Euro. Das heißt, am 5. April, das ist aber ein Sonntag, dann eher am 6. April wird die nächste Tranche ausgelöst und ich kaufe mir entsprechend Anteile in meinen ETF ein. Egal zu welchem Preis, da achte ich nicht drauf. Das habe ich vorher auch nicht getan. Ich habe zuletzt zu Höchstpreisen gekauft. Da war ich bei 505 Euro oder was 506 Euro. Der Markt ist jetzt ordentlich eingeknickt.
und ich weiß, ich kann jetzt einfach viel mehr Anteile ergattern. Viele schauen auf den Preis, ich schaue nicht drauf, sondern es geht mir einfach darum, Anteile einzusammeln über all die Jahre und du wirst dann sehen, was damit passiert. Ja, dafür ist mein YouTube-Kanal da. Ich dokumentiere das aber vor allem für mich selber, meinen ganzen Weg, wie sich das Ganze entwickelt, damit ich motiviert bleibe und ich, ja, man muss einfach an seiner Strategie glauben und festhalten und alles andere wird man dann sehen. In der nächsten Woche zeige ich dir, wie sich mein Depot in der Crash-Phase geschlagen hat. Ich rechne fest damit, dass wir in Phase 3 reinkommen. Das heißt, es hat sich kurz erholt, dadurch, dass Geld in den Markt nochmal gepumpt worden ist. Aber jetzt geht es nochmal ordentlich runter. Wir machen eine schöne Achterbahnfahrt und dann investiere ich einfach rein. 1.500 Euro jeden Monat in Tranchen und das ziehe ich einfach weiter durch. Das sind 12.000 Euro. Und was nächstes Jahr ist und wie ich dann weiter investiere, das erzähle ich dir im weiteren Verlauf. Es wird ja noch viel Zeit durchs Land gehen. Und ja, folg mir einfach auf meiner Reise. Und wenn du selber schon investiert bist, eine eigene Strategie hast, dann kannst du meinen Channel dazu nutzen. Ich mache regelmäßige Depot-Updates und dann kannst du schauen, wie sich deine Strategie zu meinen oder zu einem simplen ETF-Depot verhält. Ein Typ, der einfach einen einzigen ETF hat und den bespart. Und ja, da kann man einfach gut schauen, ob man mit mehr Arbeit, mehr Aufwand, mehr Dividenden einen höheren Gewinn erzielen kann als ein simpler Index. Folger. Ja, das war's dazu. Wir sehen uns nächste Woche. Folgt meinem Kanal. Bis bald, dein Kai. Willst du meinen Weg an der Börse weiterverfolgen? Dann abonniere meinen Kanal und klick auf die Glocke, damit du keine weiteren Videos verpasst. Und hat dich das Video auf neue Ideen gebracht? Dann gib mir einen Daumen hoch. Zum Schluss freue ich mich, wenn du meine Videos teilst, damit immer mehr Menschen das Beste aus ihren Finanzen machen. Motzt du noch? Oder investierst du schon?